Dass sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Es tut mir leid. Ja. Ja, das ist so sorry. Rust. Nein. Aber ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, Textur? Bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Ja, ich erhüpfe mir die Textur. Okay, jetzt müssten wirklich alle da sein. Okay. Texturen erhüpfen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Sollte man vielleicht mal bei Epic sein. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Weiß ich gar nicht, ob es hier noch eine Energiezelle gab. Ich bin nicht ganz sicher. Diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ich glaube, erst im hinteren Bereich. Hier vorne definitiv nicht. Ich muss weitersuchen. Hier ist nichts. Den Sieg erhüpfen. Naja, warum nicht? Wenn's klappt. Ich sollte weitergehen. Ich meine mich zu erinnern, dass man die finden konnte, nachdem man gleich mit Hirsa gesprochen hat. Mann ey, dass das Horn immer so laut sein muss. Ich empfange eine Art Signal. Ja, ich suche ja eh mal alles ab. Oh ja, muss die hier dann irgendwo sein. Das ist da. Mit meinen anderen Sachen. Es muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Okay.
kannst du mir zeigen. Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch. Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Zed hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Gibt's da Pudding? Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Sie hat's angefasst, nicht ich. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich... hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst du, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Mutter? Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie die Frau, die ich sah.
Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein, nein. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst. Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Wie, schaut ihr etwa mal die YouTube-Videos? Jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Ja. Hallo, Energiezelle. Eine Art Energiezelle? Wozu die wohl gut ist? Ja, für die ultimative Rüstung. War was? Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Okay. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Schon komisch, dass diese Ketten so stabil sind.
Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nora-Lands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Im Schnee. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Dann beginnt mal. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Das nehme ich für unterwegs mit. So, jetzt könnt ihr anfangen zu beten. Betet mich an.
die Ausgestoßene. Ich bin keine Ausgestoßene mehr. Ich bin ein Meuchelmörder. Wende nicht den Blick ab von uns. Leite die Nora, so wie du es einst. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Ja, genau. Er sieht's richtig. Das Land dürstet nach Regen. Ich weniger. Es liegt Schnee. Wie sage ich dazu? Und trotzdem sieht es nur noch geil aus. Noch mehr Loot. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das ist das looterfreundlichste Spiel ever. Mann, hier ist so viel Loot, ey, das ist so geil. Die Schreie, all das Blut. Ich würde sicher auch was alt sein. Aloy! Aloy! Ja, das ist mein Name. Ich habe hier noch nie alles gelootet. Wenn wir die Hymne nur inbrünstig genug singen, wird sich die Göttin sicher erbarmen. Ja, die Göttin wird sich erbarmen. Meine Schwester ist tot und ihre Mörder laufen immer noch frei herum. Aloy! Ja, es ist immer noch mein Name. Ted? Der Urmutter sei Dank. Ich hörte davon. Aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Digga, ich hab sie gleich angezogen. Du hast gesagt, sie passt. Wieso sollte ich jetzt was anderes anziehen? Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein, sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost. Der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Da hat sich die Kiste im Hintergrund bewegt. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft.
Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein, die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich auch. Ich muss jetzt gehen, Tab. Mach's gut, Aloy. Das brudert mir wenigstens nicht mehr hinterher. Oh, die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriere sie. Setz den Bericht. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wenn du Tirsa und Jessa für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so oft, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin. Also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Oh. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Das ist die Kiste. Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Urmutter, gib uns Kraft. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Läufer! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ach, sie sind doch nicht verrückt geworden. In den Arsch. Du schießt hinter mir. Wieso auf mich? Huh.
Loser! Alter! Duckt er sich gerade auch noch, der Arsch? Brenn, Arschloch! Maschinen über. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Aber bitte dabei nicht wedeln. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Mein bitte kein Date. Hat? Du meinst nein, bitte kein Date, ne? Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Nö, ist sonst nichts. Heißt sonst nichts, was ich brauche. Bis der Beutel voll ist, ist schon klar. Kriegen wir die sogar nochmal aufwärmen. Hohohoho. Oh, wie ist das schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war. Trankbeutel. Rohstoffbeutel. Also dann, okay, von den Trinken, die sammelt man eigentlich sehr gut. Rohstoffbeutel. So. Was kann ich noch machen?
erstmal ausgegeben. So. Heiler, finde zusätzliche Rohstoffe beim Sammeln. Ja. Pickup im Ritz. Ja, das machen wir auch gleich mal frei. Also das mit Reitmaschinen reparieren war irgendwie in meinen Augen immer noch blöd. Bei töten und dann neues holen. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Weil, ja, hier muss ich hin. Genau, da ist der Fallenentschärfer. So. Lalalala. Muss ich kurz gucken. Ah ja, das war. Musst du auch nicht gucken, die ist mir auch eingefallen. Mei, was bin ich schlaues Geld. Ach ja. Bringen muss man ja auch noch. Läufer, an Ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Schön leise. Okay, dann mal los. Und jetzt mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Nein, er ist mein bester Freund. Ich könnte ihn reiten. Also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja! 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 Lauf! Die Läufer ist schnell! Die Bestie läuft. Er war das, nicht ich. Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Hey! Ein Bild? Hallo? Danke. Long Song Cowboy. Trapp, ne? Wie gut, hab ich was gemerkt. Das nennt man Schlendern, ja. Hier nicht, ob dass ich hier eine Mission verpasse. Zu sehen ist nichts. Terminal, Nebenquest, altes Waffenlager. Ich glaube, da komme ich jetzt gar nicht hin. Ne? Ja, das ist da draußen erst. Guck ja gerade nach Quests, die jetzt eventuell hier drinne sein könnten. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Ist das geil, der kommt dann mit. Holt es näher ran! Näher! Du versperrst mir den Weg, Gaul! Wahl, nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian.
Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Mann, wenn man das Gesicht gerade von meiner Frau fotografieren könnte. Oh! Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen. Voller Verderbnis überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg und unsere Verluste extrem. Das weiß ich, dass mein Handy eine Kamera hatte, aber gerade in der Situation dann zu fotografieren, das meine ich. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Ich meinte nur, gerade in dem Moment, wo man vielleicht hätte fotografieren können, da hat man dann keine Kamera in der Hand. Die Göttin schütze dich. Ja. Mein ganzes Leben. Immer. Pass selbst auf mich auf. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. Ja, komm her, Fluffy. Ja, komm her.
da gibt's aber viel da. Gute Bremsen. Muss man sagen. Nein, nicht so. Das brauche ich später noch. Wow, steigt sie einfach ab. Da hat man diese Fähigkeit. Dann springt die einfach ab. Zu voll. Ist das eine Leiche vor ihm auf dem Boden? Oh nein, nicht er. Der ganze Loot hält Dante nur wieder auf. Ja, normal. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Baal sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Muss das nicht eigentlich auch Quest sein? Der Meinung, dass das ja Banditenlager, sag ich doch. Sein? Ernsthaft? Hier haben wir auf jeden Fall das Waffenlager. Können wir erstmal zum Waffenlager gehen, weil da der Spawnpunkt ist zu porten. Aktivieren das mal. Das Pferd kann springen. Regen ist gar nicht so übel. Regen ist ja auch nicht übel. Oben auf dem Berg. Komm, trau dich. Ich weiß, dass du das kannst. Eigentlich doch. Ich bin voll Pferdefüßler. Verkehrt lang gelaufen. Ich wollte eigentlich.
Was ist der Spawnpunkt hier? Ist schon in Ordnung. Machen kann ich hier ja eh nichts. Ja, aber wegen einer Energiezelle reinpacken, das bringt ja jetzt nicht so. Was war der Pfeil nochmal? Ja, genau, Jagdgebiet. Dieser Krieger klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Der Buschfunk hat funktioniert. Wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zu Umutter zu gehen. Sag noch mal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja, ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Ich habe die Schreie der Krieger beim Hinterhalt gehört. Ich konnte mich verletzen. Und jetzt? Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja, um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein, sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie.
Ich lebte während der roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas und hat mehr Hinweise für dich.